fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Mensch, jetzt sei doch kein Frosch. Das heißt so viel wie, hab keine Angst und stell dich nicht so an. Das sagt man deswegen, weil Frösche sehr schreckhaft sind und bei jedem kleinen Mucks gleich davon hüpfen und sich in Sicherheit bringen. Ich verrate euch ein Geheimnis. Ich bin heute ein ganz, ganz großer Frosch. Ich habe total Angst, denn ich bin mitten in der Nacht im indonesischen Dschungel. Hier gibt's Tiger, Schlangen und Spinnen. Aber eben auch ganz tolle tropische Frösche. Und die will ich mir heute mal genauer anschauen. Was ich hier für ein Abenteuer erlebe, das seht ihr gleich. Aber vorher habe ich die ersten Infos für euch. Hier quakt ein Frosch, aber kein gewöhnlicher Frosch. Es ist ein tropischer Frosch. Sein Zuhause ist der tropische Regenwald, wo es immer heiß ist und feucht. Wie unsere heimischen Frösche sind auch tropische Frösche Amphibien. Das sind wechselwarme Tiere, die zwar an Land leben, sich aber nur im Wasser fortpflanzen können. Aber anders als unsere grün-braunen Frösche sind tropische Frösche gerne auch mal bunt und manche sogar giftig. Damit schützen sie sich vor Fressfeinden. Nachts beginnt für Frösche der Tag. Dann gehen sie auf die Jagd, Insekten bevorzugt. Und nachts rufen paarungsbereite Froschmänner nach paarungsbereiten Froschfrauen. Wer am schönsten quakt, darf aufsteigen. Per Huckepack taucht das Pärchen unter. Die Dame legt eine Laichschnur, die der Herr befruchtet. In ein paar Wochen schlüpfen aus den Eiern Kaulquappen. Und aus den Kaulquappen entstehen dann neue Frösche. Mein feuchtfröhliches Froschabenteuer beginnt an einem sonnigen Tag in Indonesien. Im Süden der Insel Sumatra liegt der Regenwald Harapan. Und am Steg steht Froschexperte André. Hallo André! Hallo Anna, gleich hast du es geschafft. André ist Naturforscher. 2 Jahre lang hat er hier den Regenwald und seine tierischen Bewohner untersucht. Ich bin ja heute hier, um Frösche zu sehen. Gibt es denn hier überhaupt welche? Es gibt hier sogar total viele Frösche und auch ganz viele verschiedene Arten. Und dafür fahren wir heute in ein spezielles Sumpfgebiet. Das ist ein bisschen außerhalb von hier, da müssen wir noch mit dem Auto hinfahren. Und da gibt es extrem viele Frösche. Müssen wir uns noch irgendwie vorbereiten oder können wir gleich losstiefeln? Wir müssen uns noch ein bisschen vorbereiten und noch ein paar Materialien einpacken. Die zeige ich dir jetzt. Wunderbar, dann nichts wie los. Unser Plan? Heute Nacht gehen wir im Sumpf Frösche fangen. Und morgen früh nehmen wir sie bei Tageslicht unter die Lupe. So, hier ist unser Auto. Mit dem fahren wir gleich los. Ah, super. Ich geh schon mal vorbei. Kann ich meinen Rucksack da gleich drauf machen? Genau, kannst deinen Rucksack am besten hier drauflegen. Hier sind noch ein paar Materialien, die wir auf jeden Fall brauchen, damit wir einerseits sicher sind, aber auch gut was finden können. Mit dem Navigationsgerät gehen wir im Wald nicht verloren. Und mit der Machete schlagen wir uns einen Weg durch das Gestrüpp. Und damit wir nachts überhaupt etwas sehen und Frösche fangen können, nehmen wir Taschenlampen mit. Das wird ein Abenteuer, Leute. Ja, und jetzt kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wofür wir diese Plastiktüten brauchen.
Naja, unter anderem, wenn wir einen Frosch finden, den ich besonders interessant finde und mir später dann im Camp noch mal ganz genau angucken möchte, um ihn zu vermessen oder mir besondere Daten aufzunehmen, müssen wir den natürlich auch mitnehmen. Den können wir uns natürlich nicht einfach in die Hosentasche stecken. Das mögen die nicht so gern. Das heißt, wir basteln uns mit durch diese Plastiktüte ein kleines Terrarium. Da ist er dann sicher und geschützt und lässt sich gut transportieren, ohne dass er sich wehtut. Denn das wollen wir natürlich nicht. Haben wir dann jetzt alles? Wir haben fast alles. Eine Sache fehlt allerdings noch. Mein bester Freund, Musadat. Musadat ist Indonesier und bewacht das Naturschutzgebiet. André muss übersetzen. Musadat. Hey, Teman. Hallo. Apa kabar. Musadat kennt sich super im Dschungel aus. Und zudem sehen 6 Augen auch immer mehr als 4. Deswegen ist es total wichtig, dass er auch mitkommt. Oh, da fühle ich mich gleich ein bisschen sicherer. Kannst du mir verraten, was auf Indonesisch "Wir gehen Frösche suchen" heißt? Ayo mencari kono. Kodok. Okay. Kono. Okay. Dann nichts wie los. Und schon fahren wir auf staubiger Straße in Richtung Froschsumpf. Auf geht's in den Dschungel zu den Fröschen! Uah! Nach 2 Stunden Fahrt und einem kurzen Marsch erreichen wir einen geeigneten Platz für unser Lager. Musadat bereitet jetzt die Ausrüstung für unsere nächtliche Froschfangaktion vor. Und bis dahin zeigt mir André bei Tageslicht, was mich später erwartet. Ah, guck mal, hier wird es jetzt auch schon langsam feucht. Hier beginnt schon der Sumpf. Machen wir uns das mal ein bisschen frei. Jetzt hier mitten ins Wasser rein? Genau, genau. Die meisten Frösche leben ja im Wasser. Und dementsprechend, wenn wir Frösche finden wollen, dann müssen wir natürlich dahin, wo sie wohnen. Aber dass ich so nass werde, hat mir keiner gesagt. Geht das? Ist das noch in Ordnung? Ja. Gibt's hier eigentlich auch Wasserschlangen? Vielleicht. Also ja. Denn wo die Amphibien leben, sind ihre Fressfeinde nicht weit. Der Sumpf ist ein wahres Fröscheparadies. Wie viele Froscharten leben denn hier ungefähr? Also bislang habe ich jetzt nur im Harappan Rainforest 40 Froscharten entdeckt. Boah. Und das sind schon sehr viele, wenn man sich vorstellt, dass es im Vergleich in ganz Mitteleuropa nur 21 Arten gibt und ich jetzt schon nur hier in Harappan 40 gefunden habe, dann ist das schon sehr, sehr viel. So groß ist Mitteleuropa. Der Regenwald Harappan ist im Vergleich nur so klein wie der blaue Punkt. Und trotzdem leben dort fast doppelt so viele Froscharten. André hat hier sogar Froscharten entdeckt, die vorher noch kein anderer Mensch gefunden hat. Was ist denn das eigentlich, was man da immer hört? Ist das ein Frosch? Das ist tatsächlich auch schon ein Frosch, genau. Was für einer? Das ist der, ich kenne leider nur den Namen auf Schlau, also auf Lateinisch. Das ist so die Wissenschaftssprache, mit der man die Tiere benennt. Und dieses Tier heißt Hylarana nicobariensis. Oh, Hylarana nicobariensis. Wir nennen ihn Klaus. Und so sieht er aus, der Klaus. Und so klingt er. Können wir den denn jetzt hier auch irgendwo finden? Schwierig, denn tagsüber sind die auch passen ganz doll auf. Und klar kann es sein, dass wir einen finden, aber in den meisten Fällen finden die uns zuerst und dann verstecken sie sich. Na gut, dann lass uns mal ein bisschen weiterschauen, vielleicht sehen wir ja doch einen. Mit Keschern bewaffnet folgen wir dem Quaken. Aber den Klaus finden wir nicht. Dafür geht uns eine Kaulquappe ins Netz. Aus der wird vielleicht mal ein Klaus. Wie weit ist die Kaulquappe jetzt ungefähr? Wie lange braucht die noch, bis sie ein Frosch ist? Die ist jetzt noch relativ jung, aber insgesamt in den Tropen ist die Kaulquappenphase relativ schnell. Und da kann das schon innerhalb von 2 bis 3 Wochen sein, dass sie von der Eiablage bis zum Frosch, der an Land geht, die ganze Entwicklung durchlaufen. Die Verwandlung von der Larve bis zum ausgewachsenen Frosch heißt Metamorphose. Aus den Eiern schlüpfen Kaulquappen. Sie sehen aus wie Fische und atmen auch mit Kiemen. Nach und nach wachsen Hinter- und Vorderbeine heran. Die Kiemen bilden sich zurück. Eine Lunge bildet sich hervor. Der Schwanz fällt ab und fertig ist der Frosch.
langsam wird's lauter, kann das sein? Ja, so langsam wird's ein bisschen lauter. Es wird jetzt ja auch langsam immer später. Wir können jetzt ja noch mal zurück ins Camp gehen und uns ein bisschen ausruhen. Und später, wenn es dann ganz dunkel geworden ist, dann kommen wir wieder her und gucken mit unseren Taschenlampen, was wir noch so finden. Im Lager treffen wir wieder auf Mossadegh, der unsere Ausrüstung startklar gemacht hat. Ein letztes Mal checken wir die Batterien. Klappt auch. Wie sieht's bei euch aus? Ja, bei mir ist alles top. Hier blinkt sogar noch. Wir marschieren los. Unser Plan? Möglichst viele Froscharten fangen, mitnehmen und am nächsten Morgen untersuchen. Keine 5 Minuten später entdecken wir das erste Amphib. Aber ein Frosch ist es nicht. Dafür eine nahe Verwandte. Da! Ah, was ist das jetzt? Das ist eine Kröte. Ingerofrynus quadriporcatus. Ingerofrynus quadriporcatus? Wer soll sich das denn merken? Ich schlage einen kürzeren Namen vor. Also Ute? Habe ich mir nicht, nicht ausgedacht. Okay, Ute. Möchtest du die mal fangen? Möchtest du es mal versuchen? Ja. Hab sie. Jawohl. Was ist denn der Unterschied zwischen Kröte und Frosch? Ja, das kann ich dir gerne zeigen. Magst du sie halten? Ja, ich nehme die mal eben kurz. So, und zwar eine Kröte im Vergleich zu einem Frosch hat einen eher warzigeren Körper, der auch eher trocken scheint. Ja, die super trocken fühlt die sich an. Und diese Warzen sind halt Drüsen, wo sie eben auch Gift absondern kann. Und die größte Drüse, und das hat jede Kröte und kein Frosch, sind die sogenannten Parotiden. Das ist diese Leiste. Ups. Ja. Na, du kleiner Schlingel. Diese Leiste hinter dem Auge, ja, wo am meisten Gift sitzt. Und die ist jetzt auch giftig? Die ist jetzt auch giftig, aber jede Kröte oder jeder Frosch, ob giftig oder nicht, kann man anfassen ohne Probleme. Nur, was ich jetzt nicht machen würde danach, ist im Auge reiben oder die Kröte im Mund stecken. Nicht abschlecken. Nicht abschlecken. Oh. Für uns ist das jetzt nicht so schwierig, weil wir sowieso selten uns Kröten im Mund stecken. Aber wenn man jetzt ein Tier ist, das sich zum Beispiel gerne von Fröschen ernährt, dann würde es bei einer Kröte würde es eben überhaupt nicht schmecken. Und dann würde die wieder ausspucken. Die Kröte lassen wir wieder frei. Wir wollen ja nur Frösche eintüten. Und schon sind die Füße wieder im Wasser. Die Sumpfbewohner sind jetzt hellwach. Jede Menge Froschmännchen rufen nach Gesellschaft. In dem Gequake hat André eine besondere Art erkannt. Ah, knack, 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 knack. Ja. Das ist ein sehr schöner. Das wäre wundervoll, wenn wir den heute finden. Das ist Racophorus pardalis. Racophorus pardalis. Für mich ein Jens. Und zwar ist das einer von den Flugfröschen, die es hier gibt. Ein Flugfrosch? Wie kann man sich das vorstellen? Kann er wirklich fliegen? Der lebt oben hoch in den Bäumen und hat ganz stark ausgebildete Schwimmhäute, genau, und kann dann damit von Baum zu Baum gleiten. Doch statt Flugfrosch Jens finden wir Klaus. Den holen wir jetzt raus. Wie fängt man so einen Frosch jetzt? Ja, der ist jetzt besonders schlingelig, weil der ja auf dem toten Blatt und unter dem lebenden Blatt sitzt. Ne? Hat sich so ein bisschen versteckt. Und am besten ist es, wenn man ihn halt direkt anleuchtet mit der Lampe, weil die meisten Frösche gehen dann in so eine Ruhehaltung und lassen sich dann ganz leicht fangen. Im Scheinwerferlicht bekommen sie wohl Angst und stellen sich tot. Ah, und trotzdem entflutscht. Jetzt versuche ich mein Glück. Oh, weg. Ah. Dritter Versuch. Hast du? Jawohl. Sehr gut. So, damit jetzt auch nichts mehr schief geht. Ah, Adaplastik. Packen wir ihn jetzt gleich mal in die Tüte, damit er uns nicht wieder entflutscht. Klaus bekommt ein feuchtes Blatt in sein Nachtquartier. Ist der Frosch durstig, kann er den Tau vom Blatt ablecken. Ganz in der Nähe haben André und Mossadegh wieder den Baumfrosch Jens gehört. Und tatsächlich, da oben sitzt er. Aber anscheinend hat noch ein anderes Lebewesen ein Auge auf ihn geworfen. Bleib mal stehen, nicht bewegen. Das ist eine Schlange hinter dir. Oh, Mama.
Was denn? Wo ist die? Die ist hinter uns hier so direkt hinter uns längs geschlängelt und ist jetzt hier in der Vegetation verschwunden. Was war das jetzt für eine Schlange? Das war eine Xenocrophis triangularis. Die tut nichts. Die ist okay. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die ist gerne mal im Wasser, ernährt sich auch gerne mal vom Frosch, aber ist jetzt nicht giftig in dem Sinne. So sieht Xenocrophis triangularis aus. Auf Deutsch Dreiecksfischnatter. Wir haben ja da oben gerade einen Frosch entdeckt. Und zwar den Jens. Wie kriegen wir den? Das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn er so hoch sitzt wie jetzt. Aber wir können natürlich trotzdem versuchen, an dem Baum ein bisschen zu rütteln. Und wenn wir Glück haben, springt er dann runter, weil ihm das auch nicht ganz geheuer ist. Und je tiefer er sitzt, desto größer ist die Chance, dass wir ihn dann kriegen können. Musadat schüttelt am Stamm. Ja, ja, ja. Wow. Hier ist er. Ich fange den jetzt gleich mal, bevor er uns abhaut. Ich werde ihn jetzt einfach mal greifen. So. Oh. Na, das hat ja wunderbar funktioniert. Ja. Da freue ich mich. So einen Baumfrosch findet man nicht alle Tage. Das fühlt sich ja lustig an, wenn er sich an mir festhält. Ja. Und man kann super hier diese Schwimmhäute sehen. Ein weiteres Merkmal von Amphibien. An den Händen haben sie 4 Zehen. Was man jetzt hier gerade ganz schön sehen kann, ist, dass er sich so ein bisschen aufgeblasen hat und versucht eben größer auszusehen, als er ist. So, um uns zu signalisieren, Mensch, ich bin ja vielleicht doch ein bisschen gefährlich, weil er natürlich sehr viel Angst hat und denkt, dass wir ihn jetzt aufessen wollen. Machen wir natürlich nicht. Das machen wir nicht. Ich würde vorschlagen, André, wir stecken ihn sofort in unsere Tüte und schauen ihn uns morgen genauer an, weil ich habe Angst, dass der uns wieder entkommt. Genau, das ist auch mein Plan. Genau, das ist auch mein Plan. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Musadat findet eine zweite Baumfroschart ohne Schwimmhäute. Der Name? Polypedates macrotis. Er lebt zwar in Bäumen, kann aber nicht gleiten. Dieser kleine Racker gehört zu den kleinsten tropischen Fröschen überhaupt. Microhyla mantei, sagen wir Manfred. Der kommt auch mit. Und kurz vor Morgengrauen finden wir noch ein besonders schönes Exemplar. Der sieht ja super toll aus, total farbenfroh mit sehr leuchtenden Orange und Gelb. Wie heißt der denn? Das ist ein Hylarana picturata. Hylarana picturata heißt so viel wie bunter Frosch. Ich sag lieber ein Kai. Wolltest du sagen, oder? Selbstverständlich. Das ist Kai, der wohnt da unten im Fluss. Den Kai nehmen wir auch mit und beenden die Froschsuche. Es ist Schlafenszeit. Am nächsten Morgen zeigt mir André die Frösche bei Tageslicht. Sie haben die Nacht gut überstanden. Ja, ganz besonders würde ich dir gerne den noch mal zeigen, den Microhyla mantei. Der ganz kleine. Der ganz kleine. Bei Manfred ist wirklich alles klein. Das sind Engmaulfrösche auf Deutsch und das sind Nahrungsspezialisten für Ameisen. Wie du sehen kannst, hat er einen ganz klitzekleinen Mund auch und zudem proportional zur Körpergröße hat er eben ganz lange Beine. Bein wahnsinnig lang. Genau. Und das ist immer ein Indiz dafür, Körpergröße proportional zur Beinlänge, dass er eben sehr gut springen kann. Wie er uns gerade zeigt. Das war aber weit. Musadat ist sofort zur Stelle. Zum Glück haben wir Musadat dabei. Ja. Der kriegt ihn immer der wieder. Der kriegt sie alle. Also, sie können sehr gut springen. Das hat er uns gerade sehr gut demonstriert. Sehr gut demonstriert. Und zwar kann er eben fast bis zu 1 Meter hoch und auch 2 Meter weit. Also, ich meine, von hier alleine darüber, das ist ja schon über 1 Meter. Das ist ja von der Körpergröße her so, als wenn du ungefähr 50 Meter hoch und 100 Meter weit springen könntest. Das braucht er auch, weil der natürlich auch gerne von vielen gefressen wird. Ne? Ist ja auch ein Leckerbissen für viele andere Tiere. Und damit kann er sich dann super gut retten, indem er dann eben einfach wegspringt. Unter den Froschweitspringern ist dieser Kerl der Beste. Jetzt ist Jens dran. Hier haben wir den Flugfrosch. Ich versuche ihn mal rauszuholen. Schaut mal, der sieht total toll aus von unten. Der scheint relativ ruhig zu sein. Ich probiere es mal. Von wegen. Ich habe ihn am Fuß, aber
nicht so gut. Hab ihn. Alles klar. Gefangen! Oh, oh. So. So. Vorsicht, der ist gleich wieder weg. Der ist gleich wieder weg. Du hast ihn. So, okay. Super. Was ist denn das Besondere an dem, außer dass er gleiten kann, was ja schon sehr besonders ist? Naja, er ist halt insgesamt sehr gut angepasst an Leben in den Bäumen. Und das geht sogar so weit, dass er auch zum Eierlegen gar nicht mehr am Boden kommt oder eben in den Tümpel geht, sondern dass er Schaumnester produziert, die er dann an Blätter anheftet, die über dem Wasser hängen. Und sobald die Kaulquappen dann aus den Eiern schlüpfen, löst sich zeitgleich das Schaumnest auch auf, sodass dann die Kaulquappen wie Wassertropfen ins Wasser fallen. Hier seht ihr das Nest von einem Baumfrosch. Im Wasser wurde es dieser Art irgendwann zu voll. Also sind sie nach oben gezogen. Dort laicht sonst kein anderer Frosch. Er hat viel Platz und keine Konkurrenz. Verschiedene Arten besetzen also verschiedene Nischen. Auch beim Schutz vor Feinden haben Frösche unterschiedliche Tricks. Was man hier toll sehen kann, ist, dass die Frösche ja sehr unterschiedlich aussehen. Der eine, den ich jetzt in der Hand halte, ist ja sehr bunt. Und deiner sieht sehr getarnt aus. Das stimmt. Also wenn ich jetzt durch den Wald gehen würde, würde ich den zuerst entdecken. Ui. Auf jeden Fall. Er möchte damit nämlich was zeigen. Und zwar, dass er sehr giftig ist. Ah, okay. Also wenn ein Tier den sieht, dann denkt es sich, vielleicht lieber nicht fressen. Das könnte nicht gut für mich ausgehen. Das würde wahrscheinlich überhaupt nicht lecker sein. Der hier ist also durch seine Tarnfarben am Boden schwer zu entdecken. Der andere sieht durch die grellen Farben sehr gefährlich aus. Was für viele tolle, unterschiedliche Froscharten. Es ist wirklich wahnsinnig interessant. Aber ich glaube, mir wäre wohler, wir setzen sie jetzt mal wieder raus, damit die sich auch wieder wohlfühlen. Da bin ich auch schwer dafür. Komm mal her. Hier ist gut. Ja, hier auf die Laubstreu würde ich setzen. Der schön bunte Kai ist wieder daheim. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Auf der indonesischen Insel Sumatra suche ich tropische Frösche. Der Froschexperte André hilft mir dabei. Auf geht's in den Dschungel zu den Fröschen! Wow. Und schon stehen wir hüfthoch im Sumpf und hören den ersten Frosch. Dieses Tier heißt Hylarana nicobariensis. Wir nennen ihn Klaus. Nachts entdecken wir einen außergewöhnlichen Flugfrosch mit Schwimmhäuten. Das fühlt sich ja lustig an, wenn er sich an mir festhält. Ja. Aber wir sind nicht die Einzigen, die hier Frösche suchen. Bleib mal stehen, nicht bewegen. Das ist eine Schlange hinter dir. Unter anderem finden wir noch eine Kröte, einen sehr kleinen Frosch und einen ganz bunten. Der sieht ja super toll aus, total farbenfroh. Bei Tageslicht nehmen wir die Amphibien unter die Lupe. Die Frösche sind ganz schön glitschig. Hab ihn. Alles klar. Gefangen! Zum Schluss lassen wir die tollen tropischen Frösche wieder frei. So, dann gehen wir wieder nach Hause. Ups. Was für ein cooles Froschabenteuer. Ich muss zugeben, auch wenn ich am Anfang ein bisschen Angst hatte, naja gut, viel Angst hatte, war es echt super cool. Ich habe jede Menge gelernt und hatte auch sehr viel Spaß. Ich glaube, ich werde demnächst mal wieder im Dschungel übernachten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Servus! Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann.